Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Soviet Republic hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe jetzt eben gerade, seitdem dieser Mähdrescher quasi hier an der, am Monitorrand angefangen ist, da zen-artig zugeguckt, wie er so langsam aber sicher das Getreide einfährt und für uns erntet. So, da haben wir nämlich einige Fahrzeuge, die hier ernten für uns und das ist sehr schön, weil das bringt uns hier oben immer mal wieder ein paar Pflanzen. Wir müssen zwar immer noch jede Menge Pflanzen einkaufen, aber ich hoffe ja, dass das bald besser läuft. So, Klamottenindustrie ist voll im Gange. Das finde ich auch schon mal sehr schön. Unsere Busse fahren ja auch mit Leuten durch die Gegend. Sehr gut. Wir kriegen sogar Arbeiter von hier unten quasi nach... oder zu diesen Produktionsstätten hier und ab und zu, wenn ich im Bus mal kaper und hier hinten zur Baustelle schicke, beziehungsweise zu dem zu dieser Bushaltestelle, die hier in der Nähe ist, dann haben wir sogar Leute, die für uns dort arbeiten. Sehr gut, ne? Also das klappt schon mal, funktioniert schon mal. Wir werden jetzt natürlich hoffentlich diesen Bau hier irgendwann fertig kriegen. Was ich aber brauche, ist Wohnraum für jede Menge Leute. Und natürlich dann dementsprechend auch Arbeitsplätze für die Leute, aber momentan haben wir da doch ganz gute Karten, dass wir da einigen Leuten noch einen Job vermitteln können, beziehungsweise wir müssen natürlich versuchen, hier die ganzen Leute erstmal rauskriegen, dass wir dann hier vielleicht eventuell noch ein paar mit Universitätsausbildung dazugeben, die dann hier in der Schule quasi die Leute noch ein bisschen ausbilden, da wir hier wirklich ein Problem haben mit Leuten, die nicht arbeiten können, und das werden immer mehr Leute, anstatt weniger, die nicht zur Schule gegangen sind oder nicht zur Schule gehen konnten. Da ist jetzt die große Frage, ist das noch nach wie dessen, dass wir eh zu wenig Schule hatten hier? Muss ich hier vielleicht doch noch irgendwo eine Schule mit unterbauen oder reiße ich denn doch mal einen Block hier ab und siedel komplett um, was quasi eigentlich das ist, was wahrscheinlich passieren wird, dass ich da diesen Block hier in der Mitte erstmal rausreiße und die ganzen Leute umsiedel dann hier hinten hin und dann, also das sind, wie viel sind das hier, 162 plus 50, ha, die kriege ich dann nicht mal alle unter. So, da vermehren die sich nachher noch wie die Kanickel. Gut, aber was willst du machen, so ist das Leben. Und es gibt ja ein paar Sachen, die machen Spaß im Leben und da gehört dieses Vermehren wie die Kanickel auch dazu. Schwierig. Habe ich jetzt so nicht gesagt. Da hat keiner gehört. Gut. Entschuldigung. So, was macht er denn hier? Er macht einmal ein Drehmanöver hier. Ich weiß eigentlich, warum er jetzt dreht, wie blöde. Ist irgendeine Baustelle im Weg oder muss er tanken? Muss er tanken? Tanken könnte eine Option sein. So. Hier geht's munter weiter. Und hier, wer fährt denn hier los? Hier fahren die nächsten 10.000 Rubel für uns los. Sehr gut. So, hier kommt er denn mit Teer an, hoffentlich. Ich weiß nicht, wo er hin will, aber ich denke mal 15 Tonnen. Wie hast du an Bord? 12 Tonnen. Das könnte erstmal ein Stückchen von der Straße werden. Und hier werden nochmal 3 Tonnen wahrscheinlich, oder 2,1 Tonnen gebraucht. Für die Straße. So, wie viel ist drauf im Fahrzeug? Wer hätte gedacht, fast genauso viel, wie man da braucht. Sehr schön. So, und jetzt ist mir aber aufgefallen hier irgendwie, das, nee, doch, da sind da Lampen dran. Warum hat die Straße nicht geleuchtet eben gerade? Oder war das jetzt so eine Übergangsphase, wo man das dann halt entweder nicht sieht oder wo sie nicht an sein musste? Ich hätte jetzt so, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Na gut. Okay. Gut. So, wie sieht es hier aus? Leute auf der Baustelle, gar keine. Okay, hier müssen wir wieder was kapern hier. Aber ich glaube, den kapern, das schaffe ich nicht mehr. Dafür bin ich zu langsam und die Arbeiter brauchen wir auch dort jetzt erstmal wieder. So, wie viel Arbeit hast du an Bord? Du hast 50 Arbeiter an Bord. Dich kapern wir jetzt mal nochmal für hier hinten. Fahren wir mal hin. So. Das sind wirklich die Busse, die hier hinfahren im Pendel, die holen hier immer fleißig Arbeiter ab. Das ist gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Löblich, hätte ich fast gesagt. Gut, dann gehen wir die Baustelle jetzt hier frei. Da brauchen wir jetzt ja nichts weiter zu machen, als hier mal draufklicken. Und dann natürlich auch unseren Hochbau zu sagen. Komm mal her. Asphaltfabrik kann kein Asphalt produzieren. Hm. Keine Ahnung, was das für mich da so heißen mag. Aber, gut. Das mit der Asphaltfabrik los. Produktion gestoppt, überprüfe die Gründe, keine Arbeiter, wir können nicht lagern, exportieren. Aha. Ihr habt mal wieder keine Arbeiter. Na gut, das kennen wir ja. Das ist ja auch ein altes Leid hier oben, da müssen wir da vielleicht auch nochmal was hinbauen dazu, dass da mal regelmäßig Arbeiter sind oder sowas, aber wird schon schief gehen. Gut. So, hier werden wir jetzt gleich einen Bus mit 50 Arbeitern anrollen sehen und wovon hoffentlich so viel wie möglich hier rauflaufen,
Erstmal 30 drauflaufen. Das sollte uns ungefähr dann mal so 10-15% vielleicht bringen, dass der Bau hier weitergeht. Schlimm ist nur, dass die dann wahrscheinlich auch wieder auf dieses Feld hier mitlaufen. Ne? Was ist denn da jetzt weiter weg von? Das Feld ist 305 Meter weit weg. Gut, wo will der denn hin? Mit ihm nicht richtig. Ach, jetzt muss er also wieder tanken. Ach, guck mal, der fährt echt tanken. Nur 50 Liter drauf. Ach, guck an. Schön. Interessant. Ich dachte, die fahren erst bei Null tanken, aber nee, man so früher. Kann man ja mal die Gäste mitnehmen zum Tanken, ne? Ist ja nicht mal das schlimm. So ein Reiseausflug, da kann vielleicht jeder einen Euro dazugeben. Muss der Busfahrer die Tankrechnung nicht bezahlen? Einen Rubel. Kein Euro. Wir sind ja hier woanders. So, dann jetzt aber, ne? Auf die Baustelle hier. Sehr gut. So, hier oben haben wir auch noch eine Haltestelle, ne? Die wir für die hier gemacht haben. Da muss ich erstmal das hier mitbauen, damit die Leute da auch noch arbeiten gehen. Aber hier sieht es jetzt wirklich aus, als wenn da fast alle Arbeiter auf die Baustelle gehen. Sehr schön. Ich bin begeistert. Mal gucken, ob jetzt hier 50 Arbeiter ankommen. Sieht erstmal nach jeder Menge Leute aus hier. Oh ja. Und einmal fährt der Bus noch drüber. Klatsch. Ach Gott, da hat es wieder drei erwischt. Naja. Gut. Die kommen dann ins Krankenhaus, was denn ziemlich weit weg ist von hier. 52 Arbeiter bin ich auf der Baustelle. Und guckt mal an, wie schnell das hier jetzt runtergeht. Also diese Arbeitstage, wie schnell die runterzählen. Sehr schön. Da wird jetzt so richtig was gebaut. Am Schluss brauchen wir nochmal 300 Arbeitstage und 28 Tonnen Stahl. Und dann ist das Ding hier fertig. Und dann müssen wir natürlich hier regelmäßig Arbeit einkriegen. Gut, das heißt, wir werden jetzt Busse kaufen. Kann ich dich mal ganz kurz umsetzen? Achso. Ach, denke, ist auch gut. Geh du mal ganz kurz in das Depot. So, ich brauche den Platz einfach. So, ich will jetzt kaufen Bus KSM11 zweimal. Und zwar möchte ich den ersten Bus sagen, dass du hierhin fährst und dahin fährst. Und dem zweiten Bus, dem möchte ich sagen, dass du hier als erstes hinfährst und dann dahin fährst. So, dann starten wir mal einen Bus hier. Also das ist eigentlich total blödsinnig. Ne? Nein, doch, nee, die fahren ja schon. Also der hat einen kleinen Vorsprung, wenn der denn fährt. Wenn wir hier auf Start klicken, so. Hier Start klicken, so. Gut, dann lass die mal losfahren. Der hat schon einen kleinen Vorsprung, wenn er da hin und her fährt. So, jetzt müsste ich mal gucken, ob der, wenn die Raupe hier angekommen ist. Oder ich schicke eine andere Raupe einfach darüber. Obwohl, lass da mal zwei Platz. Wenn wir denn die ganzen LKWs nachher kaufen für die Felder einzeln, dann lass da mal die zwei Platz, dass wir das dann auch gut gemanagt bekommen. So, also hier kommen dann zwei Busse mehr an in regelmäßigen Abständen und die liefern dann halt Arbeiter hier hinterher. Moment, jetzt muss ich nochmal ganz kurz den einen Bus hier erwischen, der danach hat er bestimmt noch einen Felder im Plan stehen jetzt. Ne, der auch nicht. Der auch nicht. Ah, den kriege ich öfter mal an. Oh, die Hupe ist ja niedlich. So. Nee, auch nicht. Ey, Herz. Drin stehen und brauchst nicht mehr. So, gut. Okay. Sehr gut. So. Keine Lehrer da, dafür aber jede Menge Schüler. Gott, das müssen wir unbedingt ändern. So, oha. Jetzt wird gerade fleißig Stahl gekauft. Das ist nochmal so ein abgedeckter Nahrungsmittel. Achso, den habe ich ja ausgetauscht, ne? Ja. Gut, okay, hier bringt es jetzt ein bisschen Geld, das müsste Fleisch sein, ja. Okay, gut. Was wurde denn jetzt gerade eben so mit eingekauft? Haben die so viel getankt, oder? Kies wird hier gefahren. Der Terium kommt. Achso, es könnte auch elektronische Komponenten gewesen sein, die hier gekauft wurden. Was ist hier los? Mhm. Ah, der hat gerade hier wahrscheinlich der Stahl abgegeben. Alles klar, okay. So, ja, das könnten elektronische Komponenten gewesen sein, die gekauft wurden, die gerade das mit dem Geld so ein bisschen nach unten geschafft haben. So, da sind nochmal 6 Arbeiter nur noch drin. Ist auch nicht mehr so schlimm, hier sind wir ja noch zugegen. Ah ja, jetzt haben wir sogar wieder ein bisschen mehr Stoff. Okay. Dieser Stoff im Eingangslager ist da ja auch genug. Also ich denke mal, dass, ja gut, ah, das könnte natürlich sein, dass sich genau deswegen das so ausnivelliert, ne? So, jetzt fahren hier gerade 2 LKWs ganz knapp hintereinander rein. Ja, auch interessant. Und hier wartet einer für die Abfahrt. Naja. So, wie sieht's hier aus? Unsere ganzen Arbeiter, die hier auf der Baustelle waren, die haben natürlich jetzt so ordentlich was geschafft.
Jetzt fehlt uns hier nur der Stahl. Ah, ja, okay. Der könnte jetzt natürlich gerade auch im Einkauf sein. Da wird Stahl gefahren. 16 Tonnen. Und noch irgendeiner mit Stahl unterwegs schon. Zack. So, jetzt ist das hier verbraucht alles. Und jetzt gehen die Arbeiter auch langsam sicher alle weg hier. So, die müssen noch nicht zurückgefahren werden. Das ist schon mal. Das wäre natürlich auch noch interessant, ne, wenn die Arbeiter auch noch zurückfahren müsstest, aber das ist so nicht simuliert. Aber es stört mich erstmal jetzt in diesem Moment nicht so. Ja, mal gucken, wenn dann da die 16 Tonnen Stahl hinfährt, weil das sind ja zwei LKWs, also eine komplette Ladung LKW, da werden wir sicherlich, oder müssen wir mal hoffen, dass hier, naja, der Kleidungs-LKW ist gerade unterwegs, aber der dürfte noch nicht weit weg sein. Hier ist denn ein Nahrungs-LKW unterwegs. Wie viel haben wir denn hier jetzt drin? Oh, das ist aber ein guter Verbrauch hier oben, also da müssen wir wirklich dann dafür sorgen, dass da noch ein bisschen mehr Nahrung wahrscheinlich mal hinkommt. Können wir gar nicht mehr so viel verkaufen dann, wenn der Block hier fertig ist. Wie sieht es hier aus mit dem Block eigentlich? Oh, der wird auch schon fleißig bearbeitet, sehr gut. Na, hupala. Ah ja, jetzt weiß ich auch, warum in dem Bus weniger Arbeiter drin sitzen. Die sind jetzt alle mal auf die Baustelle gelaufen. Holla, die Waldfee. Sehr gut. Da ist richtig was im Gange. Sehr gut, das gefällt mir. So. Ja, da müssen wir mal gucken. Jetzt müsste hier irgendwo einer. Ja, jetzt sind wir auf 0. Das liegt jetzt daran, dass hier 14 Tonnen, nee, 13 Tonnen Stahl drauf liegen und hier nochmal 3 Tonnen, ne? 4 Tonnen, oh, okay. Hier liegen noch 9 Tonnen Stahl, aber die werden jetzt natürlich nach und nach eingekauft. Und die Walze hält ja ein bisschen den Verkehr auf. Naja, kann ja mal passieren, sowas. Kennen wir ja. So. Das ist der Fleischtransporter, der ist zurück auf dem Weg in Richtung Verkauf nochmal. Ja. Sehr gut, wie viel bringt der uns? Der bringt uns nochmal 700. Na gut, ist nicht so viel, aber immerhin ein bisschen was. Und du bringst jetzt hier nochmal 1000. Das ist okay soweit. Der ist gerade da, würde ich sagen. Ja. Er steht hinten drinnen, ne? Das ist ja der kurze W50. Zack. Man hupt da immer einmal ganz kurz. Ist schon niedlich, wie die dann noch so einen anhuben, ne? Hup. So ganz kurz und. Ist ein schönes Geräusch. Ich finde, das ist ein schönes Geräusch. So, gut. Okay. Also, hier ist jetzt der Verkauf Fleisch. Ja, der sollte dann auch wieder ein bisschen Eisen bzw. Stahl denn hier aufs Lager bringen. Und damit könnten wir dann vielleicht die 14 Tonnen fertig kaufen hier. Die man hier mal braucht, wenn er jetzt das abgeladen hat. Ja, wohl auch nicht. Na gut. Sieht nicht so aus. Er ist auch schon weg. Hm, naja. Hat jetzt nicht. Er hat einen Tropfen auf den Heißen Stein. Vielleicht hat er auch erstmal irgendein anderes Unternehmen eingekauft, was hier noch unterwegs ist bei uns. Das ist hier nicht das einzige Unternehmen, was hier arbeitet. Aber wir haben den Stahl jetzt hier und das ist schon mal gut. Und wir haben hier jetzt, geht es uns wirklich nur um Arbeitern, okay. Ich hoffe mal, dass der Baukran dann hier hinkommt, wenn das denn hier soweit ist. Ja, das kommt jetzt auch. Dann müssen hier auch 7,7 Tonnen Stahl noch hin und so. Und das ist natürlich jetzt demnächst auch sehr, sehr aufwendig. Na gut, okay. Ist es halt so. So, 16 Arbeiter haben wir hier schon wieder am Warten. Du bist ein Bus, der wird wohin? Haben wir jetzt schon das erste Mal den Hallingfelder Bus hier drinnen gehabt? Hallingfelder Bushaltestelle 2, okay. Und das müsste der andere von Hallingfelder sein, ne? Nee, das ist nicht. Nee, der auch nicht. Der auch nicht. Ja, direkt hintereinander fahren sie auch nicht, oder? Nee. Ah, der ist das ja. Ja, die sind doch ziemlich dicht aneinander, aber der eine hat 11 Arbeiter, der andere hat 7 Arbeiter. Immerhin haben sie schon mal 18 Arbeiter dahin abgegrast. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So. Hier sind genügend Arbeiter da, nur keine Materialien, aber ich denke mal, da wurde jetzt gerade hier die Stelle, wo man das kaufen kann, die wird jetzt hier gerade richtig belastet. Und jetzt sieht man, wir haben keine Platten mehr. Uiuiuiui. Da muss dann aber jetzt hier mal die Produktion anlaufen hier und unser Truck mal ein bisschen Geld verdienen für uns. Hat er Licht an? Ah, er hat sogar Licht an. Sehr schön. So, hat Licht am Rad. 1,6, 1,7 Tonnen hat er schon. Unsere schöne Textilbranche hier. Mal bei Nacht fotografieren. So. Sehr schön. Gut. Letzte Foto, was ich gemacht habe, da wurde es ja gerade dämmerig. Also da ging gerade die Sonne unter.
Ach ja. Wie ruhig das ganze Land doch ist. Wir können mal ein bisschen hier hingehen. Und mal keinen Verkehrslärm haben. Und unser schönes Novogorod schon mal angucken. Es sieht nicht schlecht aus. Kann man eigentlich die Tiefenunschärfe ausmachen? Das müsste man nicht können, ne? Sieht dann nicht schlecht aus, wenn es ein bisschen unscharf ist. Ja, doch. Nee, es hat ja auch den Effekt, wie es eigentlich auch ist, ne? Es wird ja auf der Entfernung unscharf. Auch bei uns Menschen so ein bisschen. Und im Alter wird das immer schlimmer mit dem unscharfen Gucken. Naja. Das ist leider auch Fakt. So, ich muss auch sagen, ich habe mich wieder mal gegen mein Alter gewehrt. Oder versucht, zumindest so ein bisschen den Prozess des Altwerdens zu verlangsamen. In dem Maße, dass ich Sport getrieben habe. Also quasi, das ist so mein bisschen Auflehnen gegen den Verfall, hätte ich jetzt gesagt. Klingt komisch, ist aber wirklich so. Und ja, es war mal wieder falsch, ne? Mir tut alles weh. Mir tut wirklich, also wirklich, also da kannst du, also egal welche Körperpartie ich jetzt beschreiben würde, es tun alle weh. Es ist überall Muskelkater, es ist überall fürchterlich. Wirklich. Aber so ist es halt. So, ich könnte ja eigentlich ein Kühlhaus hier daneben stellen, ne? Aber dann die Verbindung hier, na doch, hier ist so eine Verbindung. Ein Kühlhaus könnte ich hier noch eins machen. Oder hier ein Kühlhaus, aber da kriege ich die Verbindung gar nicht mehr rum, ne? Damit ich hier ein bisschen mehr Fleisch bunkern kann, damit nicht andauernd hier Fleisch nachgekauft wird. Nahrung ist ja genug im Bunker hier. So, ab und zu kommen ja ein paar Platten an. Oh, hier wird fleißig gebaut, ne? Das ist so wahnsinnig. Und dann müssen aber noch 65 Tonnen vorgefertigte Platten kaufen. Eieiei, aber naja, gut, okay. So, wie sieht's hier aus? Stahl, 11 Tonnen haben wir schon wieder. Wie sieht's hier aus? Oh, drei Lehrer sind hier gerade mal am Ausbilden, aber... 77? 109, es werden immer mehr hier. Es werden immer mehr. Also den Block, den werden wir hier komplett entvölkern. Da werde ich alle Bevölkerung, die hier drin ist, werde ich rausziehen oder so viel wie geht und werde die hier in den neuen Block reinstecken. Auch wenn ich den eigentlich mit Leuten vorstecken... Ja, muss ich denn von hier mal irgendwann was rübergeben noch, dass ich den... Also, in einen anderen Block hier. Naja, gut. Das wird schon schief gehen. So. Ich könnte ja theoretisch auch eigentlich in jede Menge Leute hier reinstecken als Studenten. Oh, wir haben 8 sogar, die gerade in Ausbildung sind. Sehr gut, 1,7, 0,8, 3,1,5. Naja, es werden hoffentlich immer mehr. Wir können ja mal ganz kurz gucken in der Bevölkerungsstatistik. Wir haben immer 92, also das hält sich aber jetzt so wirklich so die Waage. Also da müssen wir unbedingt noch dran. Also wir haben jetzt für eine Quote an... So, wir haben 2.100 ohne Bildung, wir haben 1.700 mit normaler Bildung, also 3.900 Leute und davon sind gerade mal 100 Leute. Und nicht mal 100 Leute sind davon, oha, die 21 bei Eltern leben, 371. Wir müssen unbedingt noch einen Wohnraum schaffen, für genau solche Leute. Dass die denn dort nicht mehr bei ihren Eltern wohnen. Ich möchte das schon gerne bei meinen Eltern. Naja gut, naja, das ist halt bequem, ne? Das muss man schon sagen. Also man hat es ja nicht schlecht, wenn man bei den Eltern wohnen kann, darf, ne? Noch. So, alle verbundenen Fahrzeuge. Jetzt kommt nämlich hier ein schöner Wagen und holt nämlich Platten für den Plattenbau ab. Alles gut an der Sache ist, die sind wirklich relativ schnell gekauft. So, jetzt kauft sich wahrscheinlich das Lager hier voll. Oh, ist bei 12, es geht noch. So, wie hat das hier? Das hat Pflanzen 0,5 Tonnen. Also das hat sich richtig leer gekauft. Ja, keine Pflanzen für dieses wunderschöne Objekt. Aber das sollte sich ja hoffentlich bald geben. So, und hier wird der Baukran doch erst hierher gefahren. Okay. Da muss ich doch mal Leute auf der Baustelle haben. Aber das sollte sich ja eigentlich ergeben, weil hier ja Leute hingekarrt werden, ne? Dass hier was auf die Baustelle geht. Na, lassen wir mal gucken hier. Warte mal, da haben wir Bus. Da sind 12 Arbeiter drin. Na, der biegt natürlich ab. Wäre so schön gewesen, wenn der jetzt dahin fährt, ne? So, was bist du für einer? Du bist ein Nahrungstransporter, okay. So, wie sieht's hier aus? Ist der noch da? Nee, der ist unterwegs gerade. Okay, dann können wir den mal verfolgen. Wo haben wir ihn denn? Da ist gerade einer, der was abliefert, okay. Ah ja, der ist jetzt hier gerade langsam unterwegs. Hat aber 4.500 Rubel an Bord und ich denke mal, das sollte uns sehr, sehr gut tun. Also da sollte man dann auch den Einkauf mit hinkriegen. Was ist das hier? Das ist der Kühler, ne? Ne, ach, das ist der Nahrungsfahrer, genau.
Da wollte ich unbedingt einen schnellen haben, weil wir die ja brauchen da oben. So, und hier sieht man schon wieder, da ist volle Beladung mit Plattenbau. Und noch mehr Plattenbau, noch mehr Plattenbau. Wie viele Leute arbeiten hier jetzt immer noch? 46 sind auf der Baustelle und haben keine Platten für den Plattenbau. Aber drei LKWs, ich weiß gar nicht, wie viel kriegt er dann drauf? 10 Tonnen? 11 Tonnen? 11 Tonnen. Weil, wie viele Tonnen brauchen wir noch? Ja, muss er 6-mal fahren. Alles klar. Also die drei LKWs fahren je 2-mal noch und holen hier Platten ab. Und jetzt ist es schon wieder so weit, dass so viele Brücken gar nicht nachgekauft werden konnten, wie sie eigentlich abholen wollten. Eieieiei. Was ist mit der Grafik da los? Hat der mal was umgeschichtet oder wie? Sah so aus, ne? Als wenn das immer mal wieder ein bisschen umgeschichtet wird. Naja, gut, okay. So. Vielleicht sollte ich mir mehr Platten als Plattenbau da hinlegen oder so. Also, dass wir dann einen so einen Block immer als Plattenbau zu liegen haben, falls wir dann mal wieder schnell einbauen wollen, dass wir dann. Naja, hier mit unseren Rubeln, ne? Handelsüberschuss ist gerade nicht groß. So, wo ist denn unser Stoffliegerwagen? Ah, der hat gerade auch abgeliefert. Ah ja, okay, jetzt ist aber auch wieder Geld da. Alles klar. Also jetzt haben sie wieder alles das eingekauft, was sie brauchen. Und der Import hat überall gut stattgefunden. Das ist schon mal gut. Und hier unsere Viehzucht ist soweit. Und da haben wir natürlich 7 Arbeiter und die können natürlich nichts machen, weil hier kein Import an Waren stattfindet. Und dann müssen wir natürlich den automatischen Kauf auf 4 Tonnen mit Rubeln die ganze Zeit halten, damit hier Viehzeug produziert wird. Das sollte jetzt nicht allzu viel sein. Das läuft jetzt sowieso dann hier rein. Und dann braucht man einen Viehtransporter. Dann müssen wir mal gucken, was kostet denn so ein Viehtransporter. So, gucken wir mal, offener Wagen, geschlossener Wagen. Und dann ist es wahrscheinlich ein geschlossener Wagen. Der kann wahrscheinlich Vieh transportieren. Ihr habt 2,5 Tonnen. Wir könnten mit dem 50 nehmen, der hat 1,8 Tonnen. Das sollte relativ schnell denn ab und zu mal hin und her fahren. Preislich ist er nicht schlecht und geschwindigkeitstechnisch ist er ganz gut. Wir könnten auch mit einer halben Tonne Vieh immer mit dem Barkas durch die Gegend schießen. Aber ich glaube, das bringt es nicht. Obwohl 3,1 Tonnen Vieh, 8.700 für 3,1 Tonnen oder 4,5 Tonnen für 10.000 Rubel. Aber hier haben wir den Geschwindigkeitsvorteil, dass er gerade auch mal schneller fahren, wenn er muss. Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, da warten wir drauf, dass wir die 8.700 Rubel zusammen haben. Das sollte sich ja ausgehen, bevor hier so viel Vieh ist. Ne? Das dürfte ja hier jetzt sowieso eher, sagen wir mal, langfristiger werden. Aber okay, hier haben wir schon wieder 12 Mitarbeiter für Hallingfelde. Und hier haben wir. Ach so, was ist denn wer? Oh, wir wissen nicht, wo der zweite ist. Warte mal, wir könnten doch eigentlich mal hier, wenn wir hier draufklicken, assoziierte Fahrzeuge, dann sehen wir das doch ganz genau. So, der ist unterwegs nach Hallingfelde mit 0 Arbeitern, okay. Und der ist unterwegs nach Hallingfelde mit immer mehr 12 Arbeitern, aber mit 0 Arbeitern ist natürlich ungünstig. Naja, gut. Und dann waren da gerade keine da. So, wie sieht's hier aus? 55 Arbeiter sind hier auf der Baustelle. Es sind genügend Materialien da, aber halt kein Drehturmkran, in der jetzt die schweren Teile da hochheben. Also müssen die dann da alle mal im Hauruck-mäßig anfassen, so 4-Mann-4-Ecken-mäßig und dann so eine Platte da hochschleppen. Weil die Baukräne sind noch auf diesen Baustellen hier, wo jetzt aber auch Leute sind. Das ist schon mal ganz gut. 6 Arbeitstage noch. Dann sind wir hier durch. Und wie viele Arbeitstage sind es hier noch? Hier sind es noch 23 Arbeitstage, aber hier ist auch keiner auf der Baustelle. Na gut, okay. So, dann sollte aber jetzt hier der Baukran demnächst fertig werden. Wenn die Arbeit das durchhalten. 4 Arbeitstage? Na, no, das dürfte doch klappen. Ansonsten, dann kaufe ich den letzten Arbeitstag hier oder so. Aber da sind immer noch, ne, die 20 Tonnen Kies, die müssen immer noch mitbezahlen. Das ist ja das Doofe an der Sache. Obwohl wir die eigentlich gar nicht brauchen. So, zack, wunderbar, einwandfrei. Jetzt könnte es sein, dass hier sich ein LKW bemüßigt fühlt, diesen Turmdrehkran zu unserer Baustelle zu bringen. Ah ja, er kauft hier jetzt nochmal Platten ein. Ach du ahnst es ja nicht. Wie viel brauchen wir denn dann noch? Das ist ja unglaublich. 20 Tonnen. 21 brauchen wir noch, okay. Also muss nochmal ein kompletter LKW und nochmal einer hinfahren, okay. Naja, ist das halt so. Dann ist das halt so. So, wie viel haben wir jetzt hier schon? Oh ja, eine Tonne. Wahnsinn. Also, das ist hier wirklich, obwohl jetzt ist der Zuwachs hier mit 12 Mann, die da drin arbeiten, gar nicht mal so wenig. Man weiß auch nicht, wie viel der jetzt hier einkauft, aber wenn ich das Vieh dann hier hinbringe, ich weiß nicht, ob ich es hier abladen kann, das weiß ich noch nicht. Oder ob ich wirklich mal hier hinfahren muss zum Abladen, aber dann habe ich ein Problem mit den
Mit der Stationierung, ne? Ich hoffe, dass es hier drin auch abladen kann, dass es von hier aus darüber wandert. Wir werden mal sehen, ob das funktioniert. Warte mal, das könnten wir eigentlich mal austesten mit dem kleinen Barkas. Ist der, macht der gerade was? Hier, komm mal her, Barkas. Du kriegst jetzt mal den Barkas erwischt. Doch, habe ich da erwischt, oder? Barkas abgedeckt, Straßenfahrzeug. Depot und Arbeitsplatz wechseln. Mach den mal dahin. So, jetzt kann ich dir nämlich eine Route zuweisen. Und zwar kann ich nämlich jetzt sagen, du gehst hier hin. Nee. WLAN. Entladen. Und danach. Jetzt habe ich den weggeklickt. Genau, ein Held. So, und danach fährst du hier hin und machst mal entladen. Keine Ahnung, ob das geht. Du gehst jetzt zum Depot, Aufgabe stoppen. Mal gucken, ob das geht. So. Dann. So. Dann wollen wir den mal mit dem Auge behalten jetzt hier. Was ist hier los? Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Ein. Oh. Einen DKGU5-Kran. Sieht aus wie ein Schienenkran. Ah, mal gucken. So, der fährt jetzt los. Was ist denn jetzt los? Bewegt sich zu Depot Arbeitsplatz. Wo denn? Bewegt sich zu Depot Arbeitsplatz? Wieso bewegt sich zu Depot Arbeitsplatz? Mindestens zwei Stationen. Wen habe ich denn jetzt so hoch? Habe ich nicht eben gerade irgendein Fahrzeug in den Plan zugewiesen? Welches Fahrzeug war denn das? Nee, hier gibt es keine Fahrzeuge, die damit angebunden sind. Hier auch nicht. Okay, dann also nochmal Barkas. Nee, den nicht. So, also hier. Du fährst hierhin, danach dorthin. So, da beladen, da entladen. Und beim beladen in der Viehhalle machen wir mal, dass nicht auf die Idee kommt, so ein Getreide da abzuholen. Die Zeug. So, warten bis 100% von mir aus und Abfahrt. Ist ja komisch. Oh, jetzt fährt er los hier. Dann müssen wir nämlich mal gucken, ob der nämlich das Vieh denn hier abladen kann. Weil wenn das Vieh hier abladen kann und das dadurch dann hier drinnen landet, dann ist das ganz cool. Aber wenn ich hier immer warten drauf muss oder mit drauf warten muss, dass hier dann ein Fahrzeug raus ist, dann wäre das uncool. Dann müssen wir nämlich mal gucken, ob wir dann vielleicht doch hier irgendwo einen Kühltransport hinkriegen und quasi den immer dann... Ja, dann müssen wir das mal einzeln hinkriegen. So, wo ist denn jetzt mein... Wo ist er denn wieder? Da fährt er. Folgen wir ihn mal. So, da fährt er los. So, was ist das hier? Achso, das kann ich jetzt weglassen. Da muss man gucken. Ein Kran, KGU. Aber das sieht eher aus wie ein Schienenkran, ne? Naja, wir werden sehen. So, jetzt geht es hier rum ums Eck. Ja, schöne Barkas. So, der fährt jetzt so rum ums Eck. Theoretisch hätte ich das einfach testen können, dass ich von hier nach da fahre, ne? Naja, egal. So. Kicken wir mal. Müsste sich ja gleich hier voll beladen. Oh, eine halbe Tonne Vieh hat er drauf. Ist jetzt nicht so viel, aber hey, komm. Da ist jetzt ein Stein am Schädel, ne? Jetzt wird gespeichert. Licht hat er auch ausgemacht. Tagfahrlicht gibt's noch nicht. So, dann geht es weiter hier. Und dann gucken wir mal, wenn er da einfährt, ob er dann auch wirklich alles entlädt. Und ob das dann in der Viehzeugfabrik auftaucht. Das wäre ja dann ganz toll. Muss er denn dann lang? Hier lang? Da rum? Okay. Also sonst hast du ja das Problem, du musst die Viecher da irgendwie reinkriegen und dann hast du mal einen LKW, der dann eventuell ein bisschen blöd da drin rumsteht und wartet drauf, dass da... Und dann kannst du das nicht anliefern. Ne, weil jetzt hier der, ne, der Fleischwagen, der steht ja dann da drinnen. So, jetzt gucken wir mal, ob hier denn das Vieh ansteigt und hier aussteigt. Da steigt es aus, da steigt es ein. Jo, das hat doch funktioniert, oder nicht?
Das ist doch genau das, was wir haben wollen. Okay. Dann kriegst du jetzt erstmal hier deine Route. Fahr mal zurück zum Depot. Quasi. Und dann. Nee, verkaufen wir das nicht. Routenpunkte kannst du löschen. Kannst du löschen. Also das können wir genauso machen. Und jetzt haben wir auch das Geld dafür da, dass wir denn uns ein Fahrzeug kaufen können. Geschlossener LKW. Abgedeckt. Wie 50 wegen Geschwindigkeit. Ist jetzt auf den Straßen, die jetzt da und da wenigstens sind, nicht so doll. Aber falls wir denn dort auch mal mehr produzieren, ist genau deswegen gemacht. So, gut. Dann gehst du hier hin. Machst B-Laden 100%. Warten bis voll. Und machst hier entladen bis leer und dann ist gut. So, B lädst du hier aber nur dich mit dem Zeug. Ab dafür. So. Und dieses schöne Fahrzeug, das kriegt jetzt wieder den Arbeitsplatz hier. So. Dann ist denn da nämlich auch die Lieferung für allen anderen Krempel wieder gewährleistet. So, wie sieht es hier denn aus? Der Häuserblock steht. Wieso sind da so viele Leute drin? Wo kommen die denn da her? Was? Zwei Arbeiter ohne Job? Habe ich da beim Bau gepennt? Eigentlich nicht. Ah ja. Okay, die ziehen dann auch alleine dahin. Aha. Oh, eine mehr. 93. Oh, gut. Hier haben wir jetzt aber auch kein Bildungsproblem gerade, ne? Also das ist... Da sind alles Leute hingezogen, die dann auch gar keinen... naja, gut. So, ist das Ding voll? Nee, voll ist es nicht. Also können wir jetzt noch ein bisschen was machen. So. Dann mache ich jetzt erstmal Folgendes. Ich kaufe erstmal 5 Experten nochmal. Hier rein. Dann haben wir nochmal ein paar mehr. Die können was machen. Und dann nehmen wir von hier... Aus dem Block hier, wo ganz viele gar nicht mal so intelligente Leute sitzen, nehmen wir ein paar rüber, die jetzt dann hier sitzen. So. Sind auch wirklich 10 ohne Bildung dahin gekommen. So, jetzt ist das Ding ja voll. So. Gut. Dann geht die nächste Platte an in den Bau. So. Okay. Gut. Also, du hast gerade gar nichts zu tun. Das können wir uns natürlich gar nicht leisten, dass hier unsere Bauindustrie mal gar nichts zu tun hat. So, du auch. Zack. Und dann baust du hier mal. So. Da baust du schnell mal was hin. So, jetzt sind wir mit dem Geld schon wieder ziemlich weit unten. Naja, gut, das kennen wir ja. So, aber hier ist unser Klamotten. Der wird demnächst uns Geld bringen. Und der B50 fährt jetzt auch hier hinten lang. Gut. Okay, die Folge ist dann hier jetzt am Ende angelangt. Wir haben, ist dann eigentlich unser Viehtransporter jetzt schon mal gefahren hier oder so? Oder steht der gerade hier drinnen? 1,14 Tonnen. Nee, der müsste gerade schon einmal gefahren sein, ne? Bauspeicher, das ist nicht der W50, den ich erwarten würde. Hier ist Vieh, ist auf jeden Fall geschlachtet. Wie der jetzt da drin? Ne, der steht hier nicht drin. Der bringt auch Pflanzen. Wo ist denn der jetzt? Der W50, den wir suchen. Also wenn er einmal gefahren sein muss, dann muss er hier auf dem Stück unterwegs sein, sonst wäre es ja alles andere als komisch. Jo, wo ist denn der hin? Hä? Oder ist der gerade tanken irgendwo? Und dann kann er hier tanken. Ist da einer? Nee. Hier ist er doch. Da fährt er gerade mit 3,1 Tonnen Vieh durch die Gegend. Alles klar, dann war der hier irgendwo tanken hier hin oder so. Zack. Vieh wird abgeladen. So, und geht's jetzt mal ganz kurz hier durch den Stall durch. Und dann sieht man, wie schnell das hier abgebaut wird. Und dann müsste jetzt eigentlich hier die Fleischindustrie hier, das müsste dann wesentlich schneller voll werden. Sehr gut. So, also wir haben dann jetzt ja etwas die Fleischindustrie beschleunigt. Das ist doch schon mal was, was man dann auch auf der Habenseite sich vermerken kann. Und dann werden wir das Ding jetzt hier noch in den Bau schicken. Damit das dann auch losgeht. Und ein zweites Unternehmen quasi dafür noch Vieh produziert, damit wir dann ein bisschen schneller dieses Vieh hin und her kriegen. Der wird nämlich dann auch noch von den Leuten hier mit angegangen. Wenn ich das richtig sehe, ne? Ja.
Okay, die könnten noch bis zu dem Feld gehen und so. Wir müssen auch mal gucken, ob wir hier vielleicht eventuell doch nochmal eine Brücke oder irgendwas drüber gebaut kriegen, dass wir dann hier irgendwie langkommen. Aber Brückenbau ist alles natürlich ganz um eins. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie eine Unterführung bauen kann für Dings. Neue Fahrzeugtyp. Ja, das brauche ich jetzt nicht, so eine Lokomopfeife. So weit sind wir nicht. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Gut. Und wenn er hier ankommt, dann fährt er auch gleich schon wieder weg. Ach ja. Das produziert so schnell. Na gut, es sind 28 Leute drin, ne? Wir sind hier drin. 13 Leute. Okay. Gut. Nehme ich mal an, aber dann haben wir jetzt wahrscheinlich ein Problem, dass denn hier. Dann muss ich wirklich ein Kühler aus hier mal anschließen. Das wird noch schwierig. Na gut, okay. Okay, wir werden sehen, wie gut es läuft. Das müssen wir beobachten, das müssen wir im Auge behalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.